Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wissen Sie, wie viele Stunden ein Jahr hat? 8.760. Stellen Sie sich einmal vor, es würde am 1. Januar ein Gesetz in Kraft treten, welches dafür sorgt, dass in jeder dieser über 8.000 Stunden eines Jahres ein Fichtenbaum mit einer Höhe von 25 Metern gefällt werden müsste. Eine absurde Vorstellung, aber leider auch eine Tatsache. Ab Januar muss jeder Händler für sämtliche Produkte und Rechnungen ausgeben. Und diese Rechnung wird auch noch etwa 12 Zentimeter länger als bisher sein, da nun auch für den Kunden irrelevante Informationen auf dem Bon gedruckt werden müssen. Bei ungefähr jährlich 20 Milliarden Transaktionen in der Bundesrepublik bedeutet das pro Jahr 5,7 Millionen Kilogramm zusätzliches Kassenpapier. Das ist die bereits von mir erwähnte 25 Meter hohe Fichte pro Stunde. Dies haben übrigens die Wissenschaftler des Kölner EHI-Instituts ausgerechnet. Die sogenannte Belegausgabepflicht wird vom Bäckereihandwerk gar als Bon- und Müllwahnsinn bezeichnet. Der Geschäftsführer des deutschen Bäckerhandwerks, Daniel Schneider, fordert daher in einem Schreiben an Bundesfinanzminister Olaf Scholz, die Bonpflicht zu überdenken. Ziel des aus dem Jahre 2016 stammenden Gesetzes ist der Kampf gegen Steuerhinterziehung, da jährlich schätzungsweise ca. 10 Milliarden Euro an den Kassen hinterzogen werden. In anderen Ländern gibt es sogar eine Registrierkassenpflicht. In Deutschland sind hingegen auch in Zukunft offene Kassen erlaubt. Die in Deutschland genutzten Registrierkassen müssen jedoch ab September eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung verfügen. Die Umrüstung kostet pro Kasse zwischen 300 und 500 Euro, bei Metzgereien sogar bis 4.000 Euro, da dort Kasse und Waage miteinander verbunden sind. Ein Unternehmen, welches solche Kassensysteme anbietet, ist die marode Firma Locafox. Mit über 40% an der Locafox GmbH beteiligt ist die DDVG eine SPD-Medienholding. Wenn also zukünftig jede Stunde an jedem Tag im Jahr eine Fichte für Kassenzettel gefällt werden muss, wird der ein oder andere Genosse möglicherweise gerne beide Augen zudrücken. Ende November war in der Wirtschaftswoche, da steht auch mal was anderes drin, war in der Wirtschaftswoche zu lesen, die Sozialdemokratie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die SPD-Medienholding, ein kleines Imperium, stützte bislang zuverlässig die sieche Kasse. Nun droht dem Firmengeflecht das Schicksal der Partei, Entkräftung und Niedergang. Zitat Ende. Die Bonpflicht wird den Niedergang vermutlich nur kurzfristig verlängern, aber nicht aufhalten. Ihren Entschließungsantrag oder Werbeantrag für Kassensysteme lehnen wir ab. Welche konkreten Vorschläge hat nun der CDU-FDP-Antrag, Entschuldigung, im Hinblick auf die ausufernde Bürokratie? Ehrlich gesagt, nicht so ganz konkrete. Die Landesregierung soll nebulös beauftragt werden, sich für eine praxisnahe, ressourcenschonende und verkäuferfreundliche Handhabung der Belegausgabepflicht einzusetzen, sowie eine unbürokratische Anwendung der Härtefallregelung für die Befreiung der Beleggabe prüfen. So steht es im Antrag. Einen sehr konkreten Vorschlag gibt es von Thomas Eigenthaler, Chef der Deutschen Steuergewerkschaft. Er schlägt vor, eine Mini-Betragsgrenze einzuführen, und zwar bis zu der es keine Bonpflicht gibt. Als konkrete Summe nennt er 4,99 Euro. Damit wäre unter anderem dem Bäckerhandwerk sehr geholfen. Der Durchschnittsumsatz liegt dort zwischen 3,50 Euro und 4 Euro. Ein positives Signal gibt es auch vom CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Dieser hat laut Pressebericht in der letzten Fraktionssitzung vergangene Woche die zum 1. Januar 2020 beschlossene Praxis zu prüfen und die Bonpflicht eventuell wieder als Gesetz zu streichen. Wir von der AfD stehen an der Seite der Bäcker, Metzger und Kioskbetreiber. Wir von der AfD stehen an der Seite der Vernunft. Die AfD-Fraktion stimmt dem vorliegenden Antrag zu, da er in die richtige Richtung zeigt, auch wenn er teilweise ein bisschen lieblos verfasst ist. Meine Damen, meine Herren,
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, ein paar schöne Feiertage und einen guten Übergang in ein insbesondere gesundes, zufriedenes und vor allem friedliches Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Strotebeck.